Das große Vergnügen, Ihnen heute Abend die Scherenschnittfilme von Edeltraud Engelhardt präsentieren zu dürfen. Der Hintergrund ist der, dass wir eine sehr schöne DVD herausgebracht haben, die das Gesamtwerk von Edeltraud Engelhardt umfasst. Das sind die fünf fertiggestellten Scherenschnittfilme, die Frau Engelhardt zwischen 1972 und 85 realisiert hat. Die haben wir, beziehungsweise, also ich habe eine Initiative gestartet zur Digitalisierung. Vorher haben wir den Nachlass gesichert und zusammen mit den Familienangehörigen und privaten Spendern haben wir dann die Digitalisierung vorangetrieben und konnten dann im Mai auf dem Internationalen Trickfilmfestival in Stuttgart sozusagen die Edition vorstellen. Wobei Edition umfasst ja eigentlich immer mehrere, es ist eigentlich nur eine DVD. Also das Gesamtwerk inklusive meines Dokumentarfilms ist auf dieser DVD drauf. Sie können die, wenn Sie möchten, anschlusskäuflich erwerben für 12 Euro. Ich habe den Rucksack voll damit. Und ich fange jetzt einfach mal an, ein paar biografische Hintergründe vorzutragen und auch ein paar technische Details zur Scherenschnitttechnik von Edeltraud Engelhardt und auch zu ihrem Stil. So, wie gesagt, das sind ungefähr 10 Minuten. Ich lese das hier ab. Das ist eine schöne, einfache Sache. Und dann zeigen wir im Anschluss die Filme in Reihe. Monika, es hat sich erledigt, ich kann das so lesen. Ah, super. Ja. Oh, super, DIN A3. Sehr schön. So. Dann fangen wir mal an. Auf dem Foto, dieses Foto habe ich 1996 aufgenommen im Garten von der Frau Engelhardt. An diesem Tag habe ich sie kennengelernt. Das war mein erster Kontakt. Ich habe die Dame damals für eine Fotoausstellung fotografiert. Die hieß Gesichter hinter der Kamera, hessische Filmemacher und Filmemacherinnen im Porträt. Die Ausstellung wurde hier gezeigt im Zusammenhang mit der Frankfurter Filmschau. Also das war meine erste Einzelausstellung im Wechselausstellungsbereich im Erdgeschoss oben. Und in dem Zusammenhang habe ich 50 Filmemacherinnen und Filmemacher fotografiert, die in Hessen leben und arbeiten, und habe dadurch auch Frau Engelhardt kennengelernt und das Foto gemacht. Und habe im Jahr 1997 dann Filmförderung beantragt für einen Dokumentarfilm über sie. Diesen Film habe ich 1997 gedreht und der wurde 1998 hier auch uraufgeführt. Und Frau Engelhardt konnte diese Filmpremiere meines Dokumentarfilms noch miterleben und leider ist sie dann im Jahr 1999 verstorben. Jetzt etwas Biografisches. Edeltraud Engelhardt wurde am 26.05.1917 in Halle an der Saale geboren. Ihre Kindheit und Jugend verbrachte sie in Anhalt. Von der 8. Klasse an besuchte sie das Internat zur Förderung begabter Kinder in Köthen, das ihr Vater Heinrich Johannes als Schulrat aufgebaut hatte. Nach dem Abitur studierte sie den Wünschen des Vaters entsprechend in Jena Chemie. Sie hatte bereits im Alter von 4 Jahren, insbesondere während Zeiten der Kinderkrankheiten, Scherenschnitte gefertigt. Einziges Vorbild war ein Märchenbuch der Brüder Grimm, das mit Scherenschnitten illustriert war. Später wünschte sie sich eine Theater- und Musikausbildung. Dies blieb jedoch ein Traum und nach dem Diplom in Chemie arbeitete sie als Assistentin an der Universität Jena. Dort lernte sie ihren späteren Ehemann kennen. 1944 wurde in Jena ihr erster Sohn Peter geboren. 1945 deportierte die US-Armee die junge Familie wegen ihrer wissenschaftlichen Ausbildung in den Westen und so lebten sie zunächst auf der Schwäbischen Alb. Dort nahm sie nach Jahren ihr Hobby, Scherenschnitte anzufertigen, wieder auf. Als der Wind den Schnitt einer besonders gut gelungenen und arbeitsaufwendigen Distel fortwehte, nahm sie es als Zeichen, mit diesem Hobby wieder aufzuhören. Nach längerer Arbeitslosigkeit fand ihr Mann in Frankfurt am Main eine Stelle und Ende 1949, nachdem auch eine Wohnung vorhanden war, kam Edeltraud Engelhardt nach. 1950 wurde ihr zweiter Sohn Jürgen geboren. In der Zeit des Wiederaufbaus war sie als Mutter und Hausfrau gefordert. 1956 bezog die Familie ihr Haus am Stadtrand, in dem rasch wieder die Musik als Freizeitinteresse Einzug hielt. Das Paar spielte mit Freunden Kammermusik und mit den größer werdenden Kindern hatte Edeltraud Engelhardt mehr Zeit für ihr Klavier- und Cembalo-Spiel.
Mitte der 60er Jahre zeigte sich das Interesse am Film zunächst bei ihren Söhnen, die zusammen mit Pfarrer Bambach, dem Religionslehrer des jüngeren Sohnes Jürgen, in der neu entstandenen evangelischen Gemeinde in der Nordweststadt einen Filmclub gründeten und führten. Jürgen hatte in seiner Jugend, also der Zweitgeborene, Jürgen hatte in seiner Jugend begonnen, eine besondere Technik zeichnerischer Filme zu entwickeln und wollte nun für das Abitur im Wahlfach Kunst eine Arbeit über Techniken im Zeichentrickfilm erstellen. Zur Vorbereitung hierfür vermittelte Pfarrer Bambach den Kontakt zu Paul Sauerländer, dem Besitzer des Frankfurter Film- und Chaplin-Archivs, den späteren Grundstock für das Deutsche Filmmuseum in Frankfurt. Sauerländer spielte in seinem selbstgebauten Kino damals einmal pro Woche Filme aus seinem Archiv. Dazu lud er auch Edeltraud Engelhardt ein und verlangte von ihr kein Eintrittsgeld. Als Dank besann sie sich auf ihr altes Hobby und schnitt die Figur des Bannerträgers aus dem amerikanischen Spielfilm Der Dieb von Bagdad. Sauerländer war von diesem und anderen Scherenschnitten so begeistert, dass er sie zur Herstellung von Scherenschnitt-Animationsfilmen anzuregen versuchte. Edeltraud Engelhardts Söhne unterstützten diese Idee sehr, ihr Ehemann leider nicht. Sie bewältigte zahlreiche technische Probleme und konnte so 1972 ihren ersten Scherenschnitt-Animationsfilm Perpetuum mobile im Normal-8-Format fertigstellen. Das Super-8-Format schied zunächst aus, weil die auf dem Markt befindlichen Kameras nicht in der Lage waren, Tausende von Einzelbildaufnahmen betriebssicher auszuführen. Damit war der Grundstein für eine neue, immer professionellere Tätigkeit als Filmemacherin gelegt. Zahlreiche Scherenschnitte und Entwürfe zu neuen Projekten erfüllten die letzten Lebensjahre. Die Filme liefen auf einigen Festivals und Edeltraud Engelhardt gab in Workshops zu ihrem und gab Workshops zu ihrem künstlerischen Tun. Sie galt in Fachkreisen als Nachfolgerin von Lotte Reiniger. In dieser Zeit entstand auch der Dokumentarfilm Edeltraud Engelhardts Welt der Schatten von Heiko Arendt, also von mir, wie schon gesagt, uraufgeführt 1998. Ihr letztes großes Projekt Münchhausen in 16 mm Format gedreht, blieb leider unvollendet. Edeltraud Engelhardt starb am 7. Mai 1999. Zur Filmtechnik. Die ersten Filme wurden aus finanziellen Gründen im Format Normal 8 gedreht, wobei der Fotohändler Klaus Wöhl technische Unterstützung gab. Foto Wöhl ist in Offenbach, glaube heute noch. Er überarbeitete zwei Normal 8 Kameras mit mechanischem Aufzug zu zwei Geräten, die ohne Betriebsausfälle die Aufnahmen für die ersten Filme lieferten. 1977 nahm Edeltraud Engelhardt dann ihren nächsten Film doch im Super-8-Format auf. Die Umstellung wurde notwendig, weil Vorführungen außerhalb des Hauses keine Normal-8-Projektoren mehr für Aufführungen außerhalb des Hauses keine Normal-8-Projektoren mehr aufzutreiben waren. Edeltraud Engelhardts Filme fielen von Anfang an dadurch auf, dass jedes Bild gesondert arrangiert wurde. Auch Wurf- und Schaukelbewegung wurden nach den physikalischen Gesetzmäßigkeiten vorausberechnet. Dadurch entstanden sehr exakte Bewegungen, wie sie in Scherenschnittfilmen nur selten vorzufinden sind. Mit dem Film Von dem Fischer und Sina Fru stand endgültig fest, dass Edeltraud Engelhardts Filme für ein größeres Publikum interessant waren. Die Übernahme dieses Filmes in einen Verleih scheiterte daran, dass sich die Super-8-Fassung, also die Super-8-Originalfilmfassung, nicht ohne Qualitätsverluste in das 35 mm-Format übertragen ließ. Ermutigt durch die Erfolge ihrer Filme entschloss sich Edeltraud Engelhardt, ihren Aufnahmetisch noch einmal umzubauen und das nächsthöhere 16 mm-Format einzuführen. Dieser Tisch mit beleuchteter Glasplatte wurde nach ihren Plänen gefertigt. Es handelte sich um einen Aufnahmetisch mit einer speziellen Vorrichtung für farbige Viragierung der Szenen. Die Hintergrunddekorationen liegen auf einer Opalglasplatte fest und die Spielfläche befindet sich, wie alle Flächen, von unten beleuchtet, darüber auf einer glatten, Entschuldigung, die Hintergrunddekorationen liegen auf einer Opalglasplatte fest und die Spielfläche befindet sich, wie alle Flächen, von unten beleuchtet, darüber auf einer glatten, völlig durchsichtigen Glasplatte. Die Figuren auf der Spielfläche werden mit Blei beschwert. In einem Gespräch mit Edeltraud Engelhardt äußerte Lotte Reiniger die Ansicht, dass man auf einer glatten Fläche keine exakten Animationen vornehmen könne. Sie selbst, also Lotte Reiniger, arrangierte ihre Szenen auf einem rauen, durchscheinenden Papier.
Diese Technik erfordert aber sehr viel stärkere Scheinwerfer und erhöht damit die Temperatur am Arbeitsplatz erheblich. Deshalb blieb Edeltraud Engelhardt bei ihrer glatten, volldurchsichtigen oberen Glasplatte. Zu ihrem Stil. Edeltraud Engelhardts Filme sind grundsätzlich im Stil des Stummfilms konzipiert. Die Ausdrucksmöglichkeiten des bewegten Bildes werden hauptsächlich durch Musik, die Edeltraud Engelhardt selbst auswählte und spielte, unterstützt. Es gibt gelegentlich Zwischentitel, aber keine Dialoge. Auch für ein nicht deutschsprachiges Publikum sind die Filme damit verständlich. Auch wenn die beiden Filme Zwergnase und Von dem Fischer und Sina Fru getreue Verfilmungen der Märchenvorlagen sind, entsprechen sie nicht einem klassischen Märchenfilm, der sich vorrangig an Kinder wendet. Zahlreiche Vorführungen vor Kindern haben gezeigt, dass die Inhalte gut verstanden werden und auch der relativ langsame Ablauf der einzelnen Szenen gut ankommt. Eine Reihe satirischer Anspielungen hingegen richtet sich an ein erwachsenes Publikum. Es handelt sich hierbei meistens um im Märchen bereits vorhandene Nebenhandlungsstränge, deren Freiraum Edeltraud Engelhardt dazu nutzte, sozialkritische Momente einzubauen. Diese satirischen Elemente sind so versteckt, dass sie den Blick auf den Ablauf des Märchengeschehens nicht behindern, aber dem sensiblen Filmzuschauer Anregungen zu eigenen Gedanken geben. Dies geschieht beispielsweise, wenn die Frau des Fischers, obwohl sie sich zu einer gesellschaftlich immer höher stehenden Person mit der entsprechenden Kleidung verwandelt, in allen Szenen ihre alten ausgetretenen Pantoffeln anbehält. Außerdem ist bei Zwergnase zu bemerken, dass die gesamte Handlung in und um Frankfurt am Main spielt. Die Kulissen entsprechen jener Zeitepoche, in der das Märchen entstand. So ist dieser Film auch als Hommage an jene Stadt zu verstehen, die für die Autorin nach dem Krieg zur Heimat wurde. Seit 2012 lagert das Gesamtwerk von Edeltraud Engelhardt im Wiesbadener Filmarchiv des Deutschen Filminstituts. Dank der Unterstützung zahlreicher privater Sponsoren und der Familie Engelhardt konnte eine Digitalisierung aller Filme durchgeführt werden. So wurde der aktuelle Zustand des Filmmaterials konserviert und damit die Filme zugleich wieder dem Publikum zugänglich gemacht. Erstmal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Der Ablauf ist der, dass wir zuerst den Film, Dokumentarfilm über Edeltraud Engelhardt zeigen und dann in chronologischer Folge die Scherenschnittfilme. Es gibt nach jedem Film einen etwas längeren Abspann, da müssen Sie dann leider durch. Den können wir nicht einfach wegschneiden, da werden die ganzen Förderer aufgelistet, aber man gewöhnt sich dran. Nach dem zweiten und dritten Mal nimmt man das auch mit. Der erste Film hat ursprünglich eine Tonspur gehabt, der Perpetuum mobile. Der Ton war aber so miserabel und so schlecht, dass wir gedacht haben, das schadet dem optischen Ausdruck des Films und wir lassen den Ton weg. Also behalten Sie im Hinterkopf, dass dieser Film auch eine Cembalo-Musik hatte, die Edeltraud Engelhardt zu Hause bei sich selber eingespielt hat. Also alle Musik ist auch von Edeltraud Engelhardt selber eingespielt, aufgenommen und unter die Filme gelegt worden. So, und dann geht es eigentlich nahtlos von einem Film zum nächsten. Und ich weiß nicht, ob wir Zeit haben noch für ein Gespräch. Dann kann ich auch noch ein paar persönliche Erinnerungen gerne mitteilen und Sie können auch Fragen stellen. Film ab, Hans-Peter. Viel Vergnügen. Ja, das war's. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Das sind jetzt die fünf fertiggestellten Scherenschnittfilme von der Edeltraud Engelhardt. Sie hat noch Jahre einen Film vorbereitet, Münchhausen. Das sollte ein richtig langer Film werden. Da hatte sie 10 Jahre lang Vorarbeiten geleistet. Man muss dazu sagen, dass sie, bevor sie angefangen hat zu animieren, also mit der Filmkamera zu arbeiten, hat sie alles ausgeschnitten. Sie hat vorher ein komplettes Drehbuch geschrieben und hat alles, was sie brauchte für den Film, von der ersten bis zur letzten Szene, hat sie vorher ausgeschnitten. Und sie hatte Kartons mit Figuren, Hintergründen aus schwarzem Karton. Und das hat sie nach dem Zwergnase viele Jahre vorbereitet und hat leider nur ein paar wenige Szenen dann aufgenommen.
Also sie hat praktisch erst Anfang gemacht mit dem Münchhausen und konnte dann aufgrund ihrer gesundheitlichen Situation nicht mehr weiterarbeiten. Da gibt es nur Fragmente auf einer VHS-Kassette. Das Originalmaterial haben wir auch nicht gefunden bisher, aber es gibt diese Fragmente, die wir jetzt nicht heute zeigen, aber die sind auf der DVD, kann man sich die anschauen, was sie da noch gemacht hat. Die sind auch ohne Ton. Das haben wir halt so vollständigkeitshalber noch mit aufgenommen in das Gesamtwerk. Ja, jetzt möchte ich Ihnen natürlich die Gelegenheit geben, vielleicht noch Fragen zu stellen. Zu meinem Film, der jetzt auch schon ein bisschen älter ist, zu der Arbeit von der Edeltraud Engelhardt. Also scheuen Sie sich nicht. Ansonsten ist mir jetzt noch eingefallen, dass sie erzählt hat, dass sie für den Zwerg Nase 32.000 Einzelbilder gemacht hat. Also sie hat, wie man es bei meinem Film sieht, 32.000 Mal auf diesen Fernauslöser gedrückt an ihrem Tricktisch, um die 27 Minuten Film herzustellen. Also es ist schon eine sehr aufwendige und akribische Arbeit, was ich immer noch sehr bewundere. Und es ist immer ein sehr emotionaler Moment, wenn das Filmprogramm zu Ende ist, weil sie ist mir immer noch so präsent, dass ich immer denke, sie müsste dann da sitzen und kommt dann mit dazu und dann man hört ihre Stimme und es geht dann irgendwie so weiter. Aber das ist halt schon viele Jahre nicht mehr, weil auch dieser Raum hier so besetzt ist, weil wir halt wirklich diese Filmpremiere hier gefeiert haben in dem alten Kino noch. Aber es ist natürlich sehr, sehr, ein sehr, sehr, ja, belasteter Ort im positiven Sinne, mit guten Erinnerungen. Ja, gibt's eine Frage? In erster Linie Lebenszeit, Arbeitszeit, das ist die Investition. Also jahrelange Arbeit. Das, in meinem Film sehen Sie ja, mit welchen Materialien sie gearbeitet hat. Und das ist nicht teuer gewesen. Das konnte man bei Kannemann kaufen wahrscheinlich, irgendwie große schwarze Pappteile. Und dann hat sie diese Figuren selber entworfen und diese Vorlagen hat die auch selber ausgeschnitten. Also das Rohmaterial ist nicht das Ding gewesen. Das Teure an der ganzen Geschichte ist halt letztendlich immer das Filmmaterial. Also der Rohfilm, was jetzt beim 8 mm-Format nicht so erheblich war, also in den 70er Jahren, hat das ein Appel und ein Ei gekostet. Ja? Normal 8 und Super 8. Das konnte man sich ohne weiteres leisten. Und erst dieser letzte Film, der Zwerg Nase, der ist auf 16 mm gedreht, das war dann schon ein bisschen eine kostspieligere Angelegenheit. Das hat sie aber privat finanziert. Was das dann gekostet hat, kann ich Ihnen nicht sagen. Aber das ist alles ja schon 30 Jahre her. Damals waren die Rohfilmpreise und die Kopierwerkspreise für analogen Film noch weitaus günstiger, als das heute der Fall ist. Da konnte man sich das privat auch. Sie hat ja auch peu à peu gearbeitet. Also sie konnte sich das ja dann auch Stück für Stück finanzieren mit einem zeitlichen Abstand. Naja, wenn man mal davon ausgeht, dass sie zwischen 1972 und 85 diese fünf Filme gemacht hat und 1977 hat sie den Fischer und Sinefro fertiggestellt, dann liegen zwischen diesen Filmen 7 oder 8 Jahre. Aber die genaue Arbeitsweise kann ich mir nicht so wirklich vorstellen. Sie hat bestimmt auch lange Pausen gehabt. Und sie war ja schon, als wir den Film, Dokumentarfilm über sie gedreht haben, war sie 79. Also sie war ja schon fast 80 Jahre alt, als ich sie kennengelernt habe. Und hat dann auch verschiedene gesundheitliche Probleme gehabt. Vielleicht noch zu Zeiten des Zwerg Nase nicht. Aber bei diesen Arbeiten zu den Münchhausen hat sie gesagt, dass sie ganz lange Pausen einlegen musste. Und das war vielleicht auch früher schon mal so, dass sie dann vielleicht mal ein halbes Jahr nichts gemacht hat. Aber ich denke mir, also der Zwerg Nase, wenn ich den so sehe, da steckt ein Haufen Arbeit drin. Das ist schon, im Vergleich zu den ersten Kurzfilmen ist das schon ein enormer Sprung. Also von den Arrangements her und von den vielen Figuren, die sich bewegen, also was sich da alles so tut, ja, sehe ich jedes Mal auch immer wieder neue Details, wo ich mir denke, wow, nicht schlecht, ja. Oder auch bei dem Fischer und Sinefro, diese Schafherde, wenn diese Beinchen sich da so schnell bewegen und ich mir dann denke, mein Gott, das hat die da alles mit
bewegt mit irgendwelchen kleinen Nadeln und so. Und um das dann in den Fluss zu bekommen. Also auch diese Imaginationskraft, wenn man da sitzt und sitzt vor einem starren Arrangement und muss sich das dann vorstellen, wie sieht das aus, wenn meine Veränderung des Arrangements 18 oder 24 Mal in der Sekunde dann die Illusion von der Bewegung auf der Filmleinwand wiedergeben. Ja, das finde ich schon toll. Und das ist eine Sache, die habe ich auch lange nicht gewusst und das ist, erzähle ich immer gerne, was auch nochmal klar macht, was das für eine Wahnsinnsarbeit ist. Die Kamera, wie Sie gesehen haben an meinem Film, sie hängt da eine Bolex. Das ist eine 16 mm Kamera, mit der sie diese Einzelbilder aufgenommen hat. Die Kamera hat eine feste Brennweite. Also das kennen Sie vom Fotografieren. Das ist eine feste Brennweite. Die Kamera war immer an derselben Stelle und hat diese Glasplatte im Ausschnitt 1 zu 1, 37 Seitenverhältnis aufgenommen. Aber in dem Film springen ja Perspektiven. Es gibt mal totale, es gibt mal halbnah und nahe. Das war dann aber so, die ist nicht mit der Kamera an die Figuren herangefahren, sondern sie musste die Figuren und alles komplett neu schneiden in einem anderen Größenverhältnis. Also wenn sie die Totale hat mit dem Fischer, der Hütte und hinten dann irgendwie diese Küste mit dem Haus, ja, man sieht das alles mit der Totalen und dann springt das auf einen Dialog von dem Fischer mit seiner Frau, die ihm irgendwie die Hölle heiß macht, dass er sich mehr wünschen soll, dann ist das alles komplett neu ausgeschnitten, weil die Kamera nicht veränderbar war. Sie musste die Größenverhältnisse durch das Ausschneiden anpassen und damit vervielfacht sich die Vorarbeit für jede Szene, die eine andere Perspektive einnimmt. Sie hat alles komplett selber ausgeschnitten. Sie hat nie Hilfe gehabt von, keine Ahnung, ihren Kindern oder Enkelkindern. Glaube ich nicht. Sie hat ja, naja, also hat ja erst später damit angefangen. Da waren die Kids ja schon groß, nicht? Und die waren dann, hatten eine eigene Familie. Das muss man sich so vorstellen, dass sie da eigentlich erst im späteren Lebensabschnitt durch die Initiative oder dadurch, dass der Sauerländer sie dazu ermutigt hat, hat sie da angefangen, alleine vor sich hinzuwuseln. Und hat halt eben praktisch in ihr Studio war die Wohnung. Sie hatte dieses Wohnzimmer. Ich war ja oft da. An diesem Schreibtisch hat sie alles ausgeschnitten, hat ein Drehbuch geschrieben. Rechts stand ein Klavier an der Wand, weiter hinten das Cembalo. Und dann ist man aus dem Zimmer raus ins Schlafzimmer gegangen und da stand das Bett und daneben der Leuchttisch. Und da hat sie diese Filme realisiert. Und Rainer Kaufmann, also der heute renommierte Film- und Kinoregisseur Rainer Kaufmann, der zum Beispiel Tatort inszeniert heute und mit Katja Riemann die Apothekerin gedreht hat, der hat ihr damals geholfen. Das war ein junger Filmstudent in Frankfurt, glaube ich, und der hat ihr Anfang der 80er Jahre geholfen, bei den Tonaufnahmen zu dem Zwergnase. Das ist die freundschaftliche Begleitung. Rainer Kaufmann habe ich auch angeschrieben, aber der hat sich nie gemeldet, leider. Ja, weitere Fragen noch? Ja, sie hatte im Keller so ein kleines Kino. Das waren so drei, vier Sperrsitze. Und da hatte sie dann Super-8-Projektor und 16 mm-Projektor und da hat sie dann Heimkino gemacht für ihren Enkel. Also Andreas Engelhardt, der war, als ich meinen Dokumentarfilm gedreht habe, war der 7 Jahre alt. Und er hat der studiert glücklicherweise Mediendesign in Stuttgart und er konnte ganz wunderbar diese DCPs herstellen. Das hat gepasst wie die Faust aufs Auge. Ich habe es Geld beigeschafft und er hat nachher die Technik hinbekommen und das war total klasse, weil der sich so gut auskannte. Und auch diese DVD ist in erster Linie seine Arbeit. Und die DCPs herzustellen von den Digitalisaten. Ja, und der hat sich, für den wurden damals die Filme auch gezeigt, für die Enkel oder den Enkel. Ja, eigentlich schon. Also das ist immer so ein bisschen ein Lacher, aber sie hat es so gesagt und wir haben das jetzt auch nicht irgendwie aus dem Kontext rausgeschnitten. Man kann ja irgendwie verfälschen, wenn man irgendwie so ein Interview, wir haben ja, das ist ja eine Voice-Over, das habe ich separat aufgenommen. Da habe ich mal 2 Stunden lang nur ein Gespräch mit ihr geführt und wir haben dann diese Ausschnitte unter den Film gelegt. Die hatte schon unheimlich viel Dampf, die Frau, und die konnte auch sehr anstrengend sein auf eine gewisse Weise.
und war sehr temperamentvoll. Aber bei dieser, von daher stimmt es. Die konnte bei dieser Arbeit, musste da was sein, dass sie sich so konzentrieren konnte und hatte so einen langen Atem, dass sie jahrelang an diesen Dingern gearbeitet hat, in einem ganz langsamen Tempo. Da musste sie ja belichten, dann musste sie warten, bis die Ergebnisse aus dem Kopierwerk kamen. Und wenn irgendwie eine Szene verhunzt war, wenn jetzt in so einem langen Abschnitt von so einer Szene eine falsche Bewegung drin war, konntest du gerade alles von vorne machen. Weil das ließ, hat sie sich auch nicht schneiden lassen können. Also das musste so aus einem Guss sein. Ja, also das mit der Ungeduld, also so außerhalb der Arbeit, das stimmt schon. War sie schon sehr forsch auch, ja. Hast du doch auch erlebt, oder? Ja, weitere Fragen noch? DVD-Verkauf ankurbeln. Ja, ich habe es vorhin ja schon gesagt. Wer möchte, kann eine DVD mitnehmen, gleich heute Abend für 12 Euro. Können Sie aber auch verschicken, dann kommt das Porto noch dazu. Also, wie Sie wollen. Ich bin jetzt noch ein Momentchen da. Ich habe die hinten im Vorführraum stehen. Da sind sie in meinem Rucksack. Da sind alle Filme drauf, die Sie jetzt heute Abend gesehen haben, plus diesen Fragmenten von dem Münchhausen. Nee. Das ist alles. Das ist alles. Also der erste von 72, Perpetuum mobile, das war dann so die erste Verbindung von ihrer Scherenschnittkunst mit Film. Dann vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Kommen Sie gut nach Hause, trinken Sie viel Wasser bei diesen Temperaturen und guten Heimweg.